Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Serie Produktvorstellung der Firma Refactory, nenne ich es jetzt mal so. Ja, wir kommen langsam aber sicher zum Ende, aber wenn ich denke, wir sind am Ende, dann schmeißt die Refactory noch einen hinterher. Hat sie diesmal auch. Okay, die wurden schon angekündigt. Heute geht es sich um die neuen Strömungspumpen der Firma Refactory. So, wir haben hier die Variante 30, das heißt die Baugröße 30. Die gibt es in zwei weiteren Varianten, kleinere Varianten, einmal die Baugröße 20, einmal die Baugröße 10. Und jetzt muss ich ablesen, also Wasserflussrate bei der Größe 10 sind 4000 Liter, bei der 20 sind es 10.000 Liter. 10.000? Tatsächlich 10.000. Und bei der 30 sind es 13.000 Liter. Wer jetzt ein Déjà-vu hat, müsst ihr euch nicht wundern. Ja, sie sehen ähnlich aus wie Pumpen, die wir schon am Markt kennen. Aber was Schöne an der Sache ist, das Ganze mit der bewährten Refactory-Technologie. Und genau darauf, haben wir nicht gewartet, aber das ist definitiv eine Verbesserung hier und da, wenn man dann das Ganze tatsächlich smart steuern möchte. Ja, es gibt einige Anbieter am Markt, die beziehungsweise Hersteller, die diese Pumpen auch haben herstellen lassen mit diesem Design und den Original sieht man nicht. So, dem Original Controller und Wi-Fi-Verbindungen genutzt haben. Ist nicht ganz so einfach damit umzugehen. So, dass Refactory jetzt hingegangen ist und im Prinzip diese Pumpen hier, die wir wirklich vom, ist kein Déjà-vu, also die Bauart ist die gleiche, schon kennen, aber hingegangen ist und im Endeffekt ihren eigenen Controller, wirklich eigener Controller, ihre eigene Software im Hintergrund hiermit integrierend hat, finde ich schon mal recht geil. Ich bin gleich mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier, wie gesagt, eine Strömungspumpe, die, ich sage jetzt mal, Vater der ganzen Sache war ursprünglich, glaube ich, die Nero. Dann kam Jebau, dann kam Aquamedic und wie sie alle hießen. Und wir kennen das Ganze. Die Kappe hier vorne ist einfach nur mit einem Bajonettverschluss aufgesetzt. Und dann haben wir hier innen drin den Rotor. Den müssen wir vorsichtig nach oben rausziehen, weil hier drin ist eine Keramikachse. So, dieses Rotorprinzip erkennen wir. Wir haben hier keine zusätzlichen Teile. Also das hier ist im Prinzip der eigentliche Motor. Hier im Außenbereich sitzt ist der Magnet komplett eingegossen. Und wir haben hier eine Keramikwelle. Das ist das ganze Hexenwerk. Das muss auch wieder vorsichtig zusammengesetzt werden. Die Keramikwelle in der Mitte, wenn die locker ist, könnt ihr schon mal direkt den Service anrufen, dann ist die nämlich hinüber. Das Ganze kenne ich, habe ich auch von einer anderen Firma im Einsatz gehabt. Diese Pumpen sind gut, die bringen einen breiten, weichen Wasserstrahl. Warum habe ich sie abgegeben? Weil ich zu... Ja, ich will es jetzt ganz ehrlich sagen, schonungslos. Nein, geht nicht. Geht nicht schonungslos. Ich war einfach zu blöd, die richtig an meinen Dreheinheiten zu befestigen und habe mir dann einen Kabelbruch verursacht. Deshalb sind die rausgewandert von dem anderen Hersteller und was anderes eingezogen. Diese Pumpen hier kennen wir, wie gesagt, eigentlich schon. Und ich finde die Art der Pumpen finde ich sehr, sehr geil, weil die auch eine sehr kleine Bauform haben. Ja, also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schmal. So, dann müssen wir uns jetzt mal kurz hier die Magnete angucken, die ziemlich fest sind. Ich bin gerade mal am Schauen. Wir haben hier nämlich noch einen Aufsatz, wo ich gucken muss, wo genau... das ist der kommt da rein. Damit die Pumpe auch richtig aufgenommen werden kann, beziehungsweise wir haben hier eine Art Konus und dann können wir
wenn die anschließend hier drauf sitzt, können wir die verschieben. Das heißt, wir können den Winkel verändern. Dafür muss das Ganze aber erstmal hier rein. Ich vermute mal, wir nehmen den hier raus und setzen den dann hier ein. Das geht nämlich genau so am einfachsten. So. Und fertig ist der Lack. Jetzt müsste meiner Meinung nach das Ganze hier hinten klack drauf. Genau. Ich habe jetzt also die Möglichkeit, den Winkel, wie die Pumpe hier im Endeffekt im Becken nachher oder direkt jetzt montiert wird. Gehen wir mal sofort hin, machen das Ganze mal fertig, weil ich will die hier auch mal kurz in Betrieb nehmen und euch zeigen, wie schnell ich das Becken da hinten leer gedrückt habe mit 13.000 Litern. So, dann haben wir hier noch einen Saugnapf dran. Dieser Saugnapf ist dafür da, um die Position der Pumpe noch zusätzlich zu sichern. Wenn das Kabel gleich jetzt hier dran hängt, Moment, so, setzen die jetzt erstmal rein. Zack, sehr dünnes Glas, ihr habt es gemerkt. Muss ich noch etwas tiefer setzen, das Ganze. So, ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Und jetzt kann ich hingehen und kann natürlich den Winkel, wo, so wie ich ihn möchte, durch diesen Konus verändern. Wenn ich das aber nicht will, kann ich auch bei der flachen Aufnahme bleiben. Oder ich kann es ganz lassen und das Ganze in der Dreheinheit verbauen. So wie man das möchte. So, jetzt haben wir gerade eben schon gesehen, oder habe ich gezeigt, wir haben hier ein entsprechendes Display. Das kennen wir von der Basepump, die ich euch noch nicht vorgestellt habe. Video ist aber in Arbeit. Das Ganze mal ein bisschen auf Seite, genau. Dann haben wir hier wieder die bewährte Halteschiene. Und lasst mich nicht lügen, das bewährte Netzteil. Oder? Na, knapp daneben ist auch vorbei. Wir haben jetzt hier tatsächlich ein fertiges, ein Netzteil, was... Oh, das ist was anderes. Das ist neu. Das ist nicht das bewährte Refactory-Netzteil. Das ist tatsächlich eins, was den Aufsatz fest verbaut hat. Also fest für den deutschen Markt gebaut ist. Und ja, genau so. Ich würde sagen, ich hänge das Ganze mal in Smart Reef rein. Entsprechende Verbindungsroutine blende ich euch mal kurz eben oben mit ein. Das entsprechende Video dazu. Ja, wir haben hier schon ein kleines bisschen mehr also an Kabel. Der Kabel ist schon was dicker, als wie ich das kenne. Ja, und wenn der Ganze im Smart Reef drin ist, dann schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an, was wir alles damit machen können. So, Ladies and Gentlemen. Das Gerät ist im Smart Reef integriert. Ich nehme euch mal mit auf mein Pad hier. Und dann schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. Hier sehe ich zu sehen an vorletzter Stelle. Das kann ich allerdings auch ändern, indem ich zum Beispiel hinten hingehe und sage, ich setze vor diesen Namen der Pumpe oder wie ich es jeweils benennen möchte, zum Beispiel eine 1. Gehe auf Speichern und dann seht ihr, die steht da oben an zweiter Position. Mit diesen Nummern vor den Namen kann ich dementsprechend die Reihenfolge meiner entsprechenden Geräte in der Anzeige und auch im Dashboard somit ändern. Ja, gehen wir mal auf die SmartWave selber und schauen uns an, was wir hier so haben. Grundsätzlich ist es so, der Zeitplan, der jetzt hier zu sehen ist, ist dafür da, um uns einen Überblick zu geben, was eingestellt ist. Wir haben hier einen entsprechenden Knopf dran. Den kann ich kurz drücken, da passiert nichts. Den kann ich länger drücken. Dann kommt ein F. Und sobald das F aufgeleuchtet ist, Entschuldigung, mein Fehler, muss ich nochmal drücken. Zack, zweite Mal. Seht ihr, da ist dann dementsprechend, fängt ein Timer an zu laufen. Das ist der Fütterungstimer. So, ich möchte aber wieder zurück zum Zeitplan. Das kann ich in der App unterbrechen,
indem ich einfach wieder auf Zeitplan klicke, dann kommt da die eingestellte Geschwindigkeit, momentan 0, und wir sind wieder in unserem Zeitplan. Das schon mal für das Knöpfchen hier unten. Dann haben wir den Bereich Einstellungen. Unter Einstellungen haben wir den Zeitplan, exportieren, importieren. Die Fütterungsdauer können wir hier einstellen. Wir können das Display an- und ausmachen, so wie wir das wollen. Hier oben ist ja noch eine Beleuchtung, ein Hintergrundlicht. Das können wir an- und ausmachen. WLAN zurücksetzen, Werkseinstellungen zurücksetzen. Kennen wir im Prinzip alles. Was wir jetzt noch nicht kennen, ist, wie programmiere ich diese Pumpe, so wie ich das gerne hätte. Wir gehen auf Zeitplan. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, uns vier verschiedene Modi auszusuchen. Das ist einmal konstant, das ist Puls, das ist Sinus und das ist Querbeet. Zufällig. Was wir bei den letzten dreien machen können, ist das Maximum und das Minimum angeben und dementsprechend die Zeitdauer zwischen den einzelnen Abschnitten. Das ist einstellbar. Der Puls ist relativ einfach erklärt. Das geht schnell hoch. Also meinetwegen Grundströmung sind 50%, 100% ist Maximalströmung, dann geht der schlagartig geht auf 100% hoch und schlagartig wieder runter. Beim Sinus ist es so, dass er langsam hochgeht und langsam wieder runter. Das heißt, das ist wie so eine Art Rampe. Das kann ich auch einstellen, beziehungsweise ich kann einstellen, wie lange er oben die entsprechende Maximalströmung halten soll und wie lange die Minimumströmung eingehalten werden soll. Das gleiche dann beim zufällig. Bloß beim zufällig wissen wir nicht, was tut er jetzt tatsächlich. Jeder so, wie er möchte. Grundsätzlich ist es so, es ist immer ein Programm hinterlegt. Ob das jetzt konstant ist, ob das Puls ist, Sinus etc. pp. Eins ist immer drin und lässt sich auch nicht löschen. So, klicken wir einfach mal drauf. Ihr seht hier, konstant 0. Wenn ich jetzt hier hingehe auf Löschen, dann sagt er mir da oben, das erste Element kann nicht entfernt werden. Eins ist immer da. Ja? Das ist schon mal als Hintergrund für euch. Wir stellen jetzt hier mal charmante 50% ein und gehen auf Speichern und wir sehen, da ist jetzt der Balken konstant. Konstant eine Linie, 24,7. Und wenn ich jetzt auf Speichern gehe, dann wird hier das Display auf den Maximalwert, den ich eingestellt habe, springen. Und wir können dann, die Pumpe fängt dann an zu arbeiten. 50%, wenn ich jetzt auf meinen Zeitplan gehe, sehe ich auch, wie viel diese 50% an Leistung tatsächlich drücken. Vorher konnte ich es erahnen in der Skala bzw. in der Höhe. Aber hier steht dann definitiv 6500 Liter, drückt er jetzt in einem schönen, breiten, weichen Wasserstrahl durchs Becken. So, jetzt reicht mir das aber nicht, was ich hier eingestellt habe. Weil ich will ja spielen mit der Pumpe. Dann gehe ich auf Zeitplan und sage, ich möchte jetzt Puls einstellen. Dann klicke ich auf diesen Puls, ziehe den nach oben und kann mir den hier erstmal frei verschieben mit der Anfangszeit. Die Endzeit ist erstmal vollkommen wurscht. Ich sage jetzt mal so ungefähr, wohlgemerkt ungefähr, ist absichtlich 8 Uhr. So, jetzt weiß ich aber nicht hundertprozentig, ob ich das getroffen habe. Jetzt klicke ich da drauf, auf die markierte Fläche Puls und dann kriege ich diese Anzeige hier. Hier kann ich jetzt hingehen und meine Uhrzeit genau einstellen. Ich kann dann mein Minimum und meine Maximum Leistung einstellen und da unten die entsprechende Frequenz, in der schnell hoch, schnell runter, weil ich habe ja Puls eingestellt. Dann gehe ich auf Speichern und jetzt kann ich weiter basteln, wenn ich das möchte. Jetzt nehme ich mir konstant, setze sie hier hinten hinter. Einfach nur dahinter setzen, draufklicken, darüber ziehen, dahinter setzen und dann einfach auf den Bereich draufklicken. Und dann kann ich sagen, ja, die Uhrzeit passt mir nicht ganz, wir gehen auf 22 Uhr. So, dann und die Leistung möchte ich dann ab dem Zeitpunkt meinetwegen auf 38% haben. Dann gehe ich auf Speichern und dann sieht das Ganze so aus. So, wenn ich jetzt hier meine, ich habe das Ganze soweit fertig, dann gehe ich auf Speichern. Er beginnt damit und ihr hört die Pumpe jetzt. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe da oben ein ziemlich empfindliches Richtmikrofon und die Pumpe ist ja auch noch frisch.
Ja, beides Sachen, die momentan das Ganze ein kleines bisschen ins Extrem ziehen. Also die werden definitiv leiser. Ihr kennt das von den Pumpen, die schon am Markt sind, oder SLWs oder Smart Drift oder wie sie alle heißen. Die sind definitiv nach einer gewissen Zeit fast nicht mehr zu hören. Fast. Meiner Meinung nach. Gut, damit wir auch sehen, was wir verbrochen haben, können wir wieder auf den Zeitplan gehen, in die Übersicht, und da sehen wir jetzt unser programmiertes Verbrechen, was wir gemacht haben. Wir können das Ganze auch noch ändern, wir können da jetzt auch noch was zwischensetzen, indem ich sage, oh, ich hätte aber jetzt ganz gerne eigentlich hier irgendwo Sinus. Und dahinter hätte ich ganz gerne nochmal Puls. So, jetzt gehe ich auf den Sinus, gucke, ja, ist meinetwegen so okay, dann sagen wir speichern. Ja, passt mir auch soweit. Und wir schauen uns das Ganze an und so sieht dann meine entsprechende Programmierung aus. Und das ist jetzt hier der Sinus, der geht langsam hoch, dann geht er langsam wieder runter und das in dem entsprechenden Zeitraum. Wenn ich jetzt hingehe und möchte den Sinusrhythmus ändern, dann gehe ich auf meine programmierte Stelle und sage, er soll das schneller machen. In 3 Sekunden hoch und in 3 Sekunden wieder runter. Speichern, speichern, Zeitplan. Ja, jetzt macht das sehr viel schneller. So kann ich mir meinen ganzen Tag programmieren, wenn ich dazu Lust habe. Ich kann aber genauso gut hingehen und sagen, was soll ich mit dem Schnickschnack? Ich brauche eine konstante Strömung und gut ist. Fakt ist aber, hier in diesem Programm ist es jetzt tatsächlich, in dieser Benutzeroberfläche von Refactory, ist es tatsächlich einfacher, diese Pumpe zu programmieren, als wie ich es bisher kenne. Und tatsächlich ist es auch einfacher, alles wieder zu löschen. Ja, ich gehe hin und ziehe das raus, löschen, 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 löschen. Eine muss stehen bleiben, kann ich gerne versuchen, löschen geht nicht. So, dann sage ich speichern, dann habe ich wieder eine Konstante. Gesamtplan abspeichern. Thema durch. Das ist der Plan, so wie ich ihn jetzt eingestellt habe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde die Art und Weise hier, wie das Ganze jetzt hier läuft und wie es programmieren kann, finde ich sehr, sehr gut. Eine Kleinigkeit fehlt mir noch. Ich kann tatsächlich hier, ja, müsste ich jetzt wirklich eine Futterpause reinprogrammieren mit meiner Konstantströmung oder wie auch immer. Das geht natürlich auch, indem ich jetzt meinetwegen sage, ich packe nochmal einen Konstantbereich rein. Hier, Startzeit 12:45, das ist okay. Nein, das war der falsche. Ich muss auf den kleinen klicken, 12:05, genau. Startzeit 12:05 und 12:45 war der andere. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf 0, dann sagen wir speichern. 12:45, müssen wir uns an den Kopf halten. Dann gehe ich hin und sage, ich hätte jetzt ganz gerne, aber nur 10 Minuten Pause, weil ich nämlich ganz genau weiß, dass ich in diesen 10 Minuten meine Pumpe, meinen Futterautomaten zum Beispiel programmiert habe. Und sage speichern und dann habe ich in der Großübersicht, ist dann hier besser zu sehen, habe ich diese kleine Lücke da drin, die ich mir selber da reinprogrammiert habe als feste Futterpause. Ja, das, wenn ich jetzt manuell futtern möchte, entweder über das Knöpfchen oder hier in der App. Wenn ich allerdings auch natürlich einen fest programmierten Futterautomaten habe, wie zum Beispiel den Smart Feeder von mir, den ich auf eine Uhrzeit 15 Uhr programmiert habe, dann kann ich hier, wenn ich diese Pumpe habe, sagen, okay, zu diesem Zeitpunkt werden die Pumpen runtergeregelt oder werden stillgelegt für einen gewissen Zeitraum, wie ihr das wollt. Dann kann gefüttert werden mit weniger Strömung und anschließend geht das Ganze wieder hoch. Also das lässt sich hier tatsächlich sehr, sehr einfach realisieren. Was jetzt nicht ganz so schön ist, zumindest hier auf dem Pad nicht, ich denke mal auf dem Rechner geht es wahrscheinlich etwas besser, dass ich jetzt an diesen kleinen Bereich relativ schlecht drankomme. Aber ich kann den Bereich größer machen, indem ich ganz einfach sage, ich schiebe erstmal den hier, mach den Bereich, der dahinter ist, mache ich ein kleines bisschen größer. Dann sage ich speichern und seht ihr, da ist der Bereich schon, den ich eigentlich hatte.
Also ein kleines bisschen mit Tricks arbeiten. Jetzt sage ich löschen und jetzt ist er weg. Speichern, Thema durch. Zeitplan ist wieder aktiv, so wie ich das gerne hätte. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ich konnte euch die Pumpe hier ein kleines bisschen näher bringen. Also von den Leistungsdaten her kennen wir diese Geräte ja schon. Aber die Art und Weise, wie Refactory das hier umgesetzt hat, gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist einfach zu bedienen, recht einfach zu programmieren, würde ich sagen, wenn man dann einmal weiß, wie es geht. Und ja, von den Leistungsdaten her brauche ich nicht viel zu sagen. Wie gesagt, die Pumpen müssen sich auch eine Zeit lang einlaufen. Das habe ich mit allen Pumpen dieser Art, dieser Bauart gehabt. Aber danach laufen die fast unhörbar. Wer sagt, ich brauche den ganzen Schnickschnack nicht, muss sie ja nicht kaufen. Tatsächlich würde ich sagen, gefällt mir die Variante jetzt hier von der Bedienerfreundlichkeit her, vom Aufbau her, tatsächlich am besten. Okay, sie ist auch die am weitesten jetzt entwickelt wurde, als letztes rausgekommen ist. Sollte natürlich dann dementsprechend besser sein. Aber Fakt ist, wie gesagt, die Pumpenleistung kennen wir. Alles in allem bin ich mit diesen Pumpen immer sehr zufrieden gewesen. Und ja, kann eigentlich nur sagen, ist Refactory sehr gut gelungen. Auch, dass wir diesen süßen kleinen Controller hier haben. Da ist dann halt auch das Schöne, dass das Ganze mit diesen entsprechenden Normschienen von Refactory jetzt dementsprechend ganz einfach im Schrank montiert werden kann. Dass man Anzeige an- und ausschalten kann, alles per App, alles integriert im SmartBrief drin. Also das ist wirklich, wirklich genial. Von daher kann ich eigentlich nur sagen, ist denen gut gelungen. Ob ihr jetzt sagt, brauche ich oder brauche ich nicht, oder ich benutze meine alten SLWs weiter oder meine SmartDrift, wie auch immer, es ist kein Kaufzwang, meine Damen und Herren. Es ist eine Info, wie das Ganze aufgebaut ist, und wenn ihr sagt, nö, brauche ich nicht, dann braucht das eben nicht. Ja? Fakt ist, ich finde es gut, wie es gemacht wurde, wie es umgesetzt wurde. Es ist auch schön modular, auch mit dem dementsprechenden Netzteil. Ich kann, wie bei der Basepump, kann ich das Netzteil erstmal postieren, habe beide Kabel lose durch und kann die durch kleinere Löcher durchziehen. Die beiden Pumpen, die ich jetzt hier habe, die werden auch zum Thorsten gehen und werden dort im Refactory Becken, in dem Waterbox 145, werden die verbaut. Und ja, was sie dann im Endeffekt leisten, Unterschied, Lautstärke, wie lange es braucht tatsächlich, bis die wirklich sehr viel leiser werden. Okay, die läuft hier wie gesagt auf 100%, und wenn ich sie jetzt runterstelle, so, gehen wir mal eben hin und lassen die mal auf einer moderaten 70% laufen. Dann ist sie schon mal nicht mehr zu hören. Oder weniger zu hören. Nicht ist falsch. Ja, wie gesagt, sie muss sich einlaufen. Ja, ich brauche eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Ihr habt es gesehen, ihr kennt die Pumpenarten. Ihr habt jetzt gesehen, was Refactory mit seiner Benutzeroberfläche damit gemacht hat. Und alles in allem danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, ich konnte euch das Ganze ein kleines bisschen näher bringen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper.